Menschen nicht. Ey, das ist der Coca-Cola-Wagen, der so leuchtet. Guck mal. Wie geil ist das denn? Das ist aber nicht Coca-Cola. Doch, ist doch scheißegal. Ach, du Spielverderber. Nein, das ist Binary Drink 7. Ja, das ist. Überraschungseier sind da drin versteckt. Was? Der Onkel steht, aber Onkel, du stehst jetzt beim Gleiten. Ohne Witz. Bei mir nicht, also ich weiß ja nicht, also. Der Onkel gleitet bei mir über den Boden, das ist hier der Magneto. Problem hast nur du. Ja, könnt ihr euch ja bei mir angucken. Magneto. Oh, halt, stopp, hier sind Feinde. Halt, stopp, stehen bleiben. Boah, das Zielvisier rastet ja voll aus. Du schmeißt hier Granaten hin, Alter. Aua, au, ah, was ist denn jetzt? Man kann die Gegner auch aus dem Leben nehmen, ne? Tracking-Handschuhe, cool. Alter, was passiert jetzt gerade? Das sind die Blendgranaten. Welche denn? Die wir selber geschmissen haben. Echt jetzt? Hast du eine Blendgranate geschmissen? Krass. Oder Betäubungsgranaten, irgendwie sowas. Da hustet er. Hin? Oder wo wollen wir hin? Na, dahin. Hier ist wieder Kontaminierungsgedöns. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ja, nein. Ein Echo in der Nähe. Überwachungsdaten. Zack, analysiere. Zack. Was? Echo. Hier. Ich bin. Ui, hier ist wieder so ein Erinnerungsmodul. Hier fliegen Fische. Und dass du aufgepasst hast. Alter, das war ja ein Massaker. Erwischt uns! Lasst alles fallen und seht zu, dass ihr Land gerinnt, verdammt! Aber du siehst sogar die Namen, ne? Als nächstes geht's zum Garten. Wir sind vier. Ne, drei. Wenn du zu denen hingehst, die haben sogar Namen. Also, die Figuren. Wie sind wir? Ja, habe ich ja vor uns vorgelesen. Der Officer. Officer Josh O'Boy. Können wir jetzt weitergehen? Hier ist ja richtig die Post ab hier. Genau so. Ah! Guck mal, ich habe was Neues entdeckt. Was ist das? Ein neues Symbol. Weiß ich auch noch nicht. Ah, da können wir in die. Oh, da können wir absteigen. In die Kanalisation. Hier. Wollen wir mal rein? Wollen wir den Leuten mal das Drecksloch zeigen? Okay. Tschüss. Wenn Rivano überlebt, gehen wir mit. Tritt mich ruhig da rein. Ja, ja. Ja, ja. Geil gemacht. Sieht echt gut aus. Ja, warum gehen wir denn jetzt da runter? Das ist doch Quark. Ja, weil ich da zeigen will. Wir haben nicht mehr so lange. Wir wollten den Leuten alles bieten hier. Kanalisation. Ja, aber hier unten ist da nichts, außer. Ja, da weißt du doch gar nicht, was. Wasser schon? Und Dreck und Staub und. Und alte Kondomhüllen hier. Ah, komm, lass es laufen. Wer will immer noch mal ein bisschen Action haben zum Schluss? Als Kanalisation anzugucken. Ja, vielleicht ist er hier Action. Vielleicht ist er jetzt hier gleich ein Hauptsitz. Da sitzt der Boss, Big King Kong. Ja, genau. Der Klomann sitzt da unten. Der Klomann. Die Klobürsten. Geh du mal, wir ballern uns. Na, dann komm ich halt mit. Ach, guckt euch das geh an. Geh doch weiter. Ich war schon mal da unten. Da unten ist nix. Ach so. Er war schon mal in der Kanalisation. Hast gegen Krokodile gekämpft? Hä? Was? Nein! Warum nicht? Was machen Krokodile in der Kanalisation? Wie kommst du darauf? Zu viel über Resident Evil gespielt. Wenn sie die in die Toilette runterspülen, ja. Wenn sie die alten Reptilien nicht mehr haben wollen zu Hause. Zu viel über Resident Evil gespielt, schon klar. Ja, gibt's die auch, stimmt. Die Keller-Krokodile. Das Stromnetz unterbrechen, Mann. Jetzt müssen wir wieder Elektriker spielen. Wo müssen wir hier lang? Onkel? Keine Ahnung. Aber hoch. Geht's denn hier hoch? Hä? Hoch. Oh, ich renne hier wieder mal voll in den Gegner mal wieder rein. Hier, wo ich bin. Ja, toll. Beim LKW, ja, komm zurück. Der LKW hoch aufs Dach oder dir, ja. Da fahr ich. Hier. Oh. Komme! Mach das doch! Total toll geklappt. Wir haben die ganze Zeit einen Eingang gesucht, so eine ganz normale menschliche Tür und so. Und der Onkel, LKW. Hä? Bist du blöd? Was? Du musst den LKW hochkriechen. Ja, das haben wir jetzt auch rausgefunden. Wenn ich kriege, komme ich da nie hoch.
Oh. Meine Waffe muss nachgeladen werden. Ich sehe aber mal nichts mehr. Meine Waffe wurde nachgeladen. Meine Waffe muss nachgeladen werden. Meine Waffe wurde nachgeladen. Halt hier. Hier ist zum Decken. Sammeln. So. Da ist ein Viereck. Ach nee, ist ja ein Ausrufezeichen. Könnte auch ein Fragezeichen sein. Hier gibt's nichts. Hier ist alles möglich. Drücken Sie jetzt den Knopf. Ach, da ist das. Ich dachte, war hier oben. Haha. Wer dachte? Knöpfe drücken war schon immer gut. Ist das jetzt aufgefallen? Wir haben noch eine Minute, Haus. Zwei Minuten, um die Antenne zu reparieren. Du? Wo bist du, Antenne? Nicht da. Hier vielleicht. Will den Fernsehprogramm wieder einrichten hier. Hallo? Doch, ja, war richtig. Hier. Ah, hier, wir müssen hier rüberspringen. Oder was? Ja, wir müssen dann aufs hoch. Dach. Da richtig. Die Feuerleiter. Auf das Dach, auf das Dach. Ah, du hast mich runtergekickt! ich bin tot! Du hast mich von der Leiter geschubst! Du alter Bengelkönig! Ich hab ihn weggeglitscht! Alter, was bist du für ein Verserker, ey? Was geht denn mit dir nicht richtig? Was ist denn mit euch eigentlich jetzt hier? Ich, hat den Lepp einfach gekillt, der Junge? Ja, aber nicht mit Absicht! Nein, natürlich nicht! Ich hab's genau gesehen, dass du geschubst bist! Ich bin dafür, wenn der so ein Glitch ist! Die Badewanne da erstmal, weißt du, was er gesagt hier? Boah, ich bin ja wieder mal meisterlicher Schütze. Als ob ich schuld bin, wenn da so ein Glitch ist und du da durchbackst. Ja, du hast mich gedrückt. Ich hang an der Leiter schon, wie ein Alter. Und der hat mich einfach runtergekickt, der Junge. Jetzt habe ich noch 40 Sekunden Zeit, das Ding anzuschalten. Ich hoffe, ihr macht's. Wenn ich das alleine für mich machen muss, soll ich verkacken. Warum willst du denn unser TS crashen, Chris? Fuck, hau ab! TS crashen? Keine Ahnung. So, ganz geschafft. Ey, das hat geklappt. Keine Ahnung. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Kann man denn einen TS crashen, meine lieben Freunde? Das geht. Er meinte bestimmt in den TS crashen. Ach so, ja, das er hat mich bestimmt wieder verlesen. Alles klar. Darf ich euer TS crashen? Steht da. Oh, der darf noch ganz anderes haben. Ja, Rivale würde sich über mehr freuen, Crash Chris. Hast du es mitgekriegt? Er darf noch mehr machen. Da würden die sich freuen, ja. Rivale, das ist so. Ja, der war gut, der war schon wieder so gut, dass er schon wieder schlecht war. Rivale, ich komme jetzt mal wieder zu euch. Ich hoffe, ihr wartet auf mich. Nein. Und ich habe ein bisschen Abstand von Crazy, weil ich würde Crazy jetzt gern nochmal, lasst uns doch wenigstens mal kurz in die Dark Zone gehen noch. Ja, ich will auch in die Dark Zone. Okay, wir gehen in die Dunkelzone. Wie komme ich da rein? Einfach reingehen? Wie? Das ist so, manchmal so. Weißt du, kennst du laufen? Ach so, wir müssen da reinlaufen, können wir nicht hinporten. Nein, nicht aufregen. Hä? Ganz ruhig. Rivano? Schnauze. Wir hinporten. Rivano? Halt's Maul. Ja, also Dark Zone, dann machen wir doch nochmal gegeneinander. Kann ich ja endlich mal warum denn nicht gegen. Das ist doch trotzdem miteinander, aber gegen andere, Mann. Oh, ja gut, dann töten mal die anderen miteinander. Ich weiß nicht, ob das in der Dark Zone, weiß ich nicht, wie das ist. Oh, ich habe einen Lebensenergiepunkt verloren. Aber ist kein Problem. Ob wir da immer noch im Team sind oder ob wir dann jeder für sich. Nein, 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 gehen wir, werden wir gleich sehen. Finden Sie jetzt den Eingang zur Dark Zone. Was? Ja, ich rutsche! Ich gleite förmlich. Ja. So, dann schauen wir uns mal den Gedöns auch mal an. Das Gedöns. Oh. Warum tötet ihr denn jetzt unsere Ver... Das sind doch unsere Leute, was machst du denn? So ja, warum schießt du trotzdem? Ja, weil ich dachte... Alter, der Typ ist so kugelsicher, dass sogar die Alarmanlage angegangen ist. Also ich schieße, warum schießt auf unsere Leute? Schießt aber trotzdem selber drauf. Ah, oh, nein, mein Controller ist alle. Ah, fuck. Die Ratte ist erwischt. Leck mich doch am Arsch, ich hab alles umgeschmissen hier. Komm, wir gehen zur Dark Zone. Ich kenne hab ich zwei Controller. Akku leer? Geht mir wieder weiter, sorry. Ja, alles live, da passiert sowas. Ja. So, weiter geht's.
Es geht in die Dark Zone. Ho, in die ja, Dark Zone, die ist schwer. Aha. Ach, das macht nichts. Rivano hat ja uns, ne? Deswegen kann er die große Klappe haben, da hat ja uns dabei. Ah ja, ist jetzt Onkel und den Crazy. Ich setze sie ein. Beide! Bei dir. Bei uns nicht. Der volle Dark Zone. Oh, die ganze Familie kommt hier an. Boah! Und dann hat die eine Granate geschmissen. Platz, die alte. Die alte Lutschgranate. Ah, ist doch schon tot, Leute. Ihr müsst doch mal hinrennen. Alles unter Kontrolle. Alter. So. Da ist wieder so ein Opfer. Da ist wieder so ein Opfer, der möchte Medikamente haben. Ja, wieder Rabano ist auch ein Opfer. Nein, das stimmt nicht. Nein, ich jetzt Englisch. Wir müssen noch 400 Meter laufen bis zur Dark Zone. Dark Zone. Ich hab jetzt ein Argok-Visier. Die Dark Zone. Ja. Yeah. Ich hab die ganze Zeit noch Sachen, die ich anziehen kann und so ein Zeug. Oh, ich hab auch so einen Haufen Scheiß. Scheiße? Ey, ich könnte einen Laden aufmachen. Aha. Ein Laden? Laden? Kann ich wie Onkel auch. Also ich glaube, ich könnte einen eigenen Hosenladen aufmachen. Hey, ich hab Magazingröße gemacht. Boah, ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Jacken! Ja, Nebenjob ist auf jeden Fall hier Verkäufer von Klamotten. Und Mützen haben. Ohne Ende. Rivano, kannst du mal auf uns warten, bitte? Ja, ja, ich warte auf euch in der Dark Zone. Kannst du mal aufhören zu warten? Was? Okay. Wie jetzt? Was? Ich hab doch nicht gesagt. Oh, hier geht's ab. Du hast gesagt, ich soll aufhören zu warten. Hab ich das gesagt? Ja. Mal kurz ein Kattel. Hör doch mal auf, das immer zu berichten. Bist du schon in der Dark Zone? Ich bin jetzt. Oder? Nein, ich warte vor der Dark Zone. Jetzt geht's in die Dark Zone. Warten wir mal auf den Crazy hier. Auf mich. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Wo ist er denn, der kleine Junge? Ja, guck mal, du um mal dein Apartment, wollte ich jetzt sagen. Equipment. Vielleicht hast du noch was drin hocken. Umso mehr Level man in der Dark Zone hat, umso geilere Waffen kann man sich kaufen. In der Dark Zone ist man in einer Gruppe, aber spielt gegen andere. Gut, alles klar. Wissen wir Bescheid. Okay. Ivano? Ja, ich komm. Ja, komm. Ich musste nur gerade wieder meine Nase verbinden. Ich weiß. Oh, die weinen alle. Die sind alle traurig, Leute. Heilt euch mal alle, ne? Falls ihr energiemäßig... Ach, das ist jetzt einfach. Ich dachte, da wird nochmal irgendwas extra geladen. Wir sind jetzt schon drin, oder? Ja, kommt auch gleich. Da vorne ist die Dark Zone. Unschwer erkennbar. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen. Er hat gerne nochmal meinen Rucksack zu entleeren. Was hinter diesen Mauern geschieht, nun wenig. Meinst du weg den Scheiß? Dark Side of Love. Weil ich zerleg's immer, weil das bringt mir Materialien. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr. So, ich bin drin. Ah, Händler. Nö, dann tust du lieber zum Händler verkaufen, das Zeug. Wenn Sie das nicht mitnehmen, sind Sie tot. Gucken Sie ruhig. The Dark Side of the World. Entdeckt. DZ01. Jetzt kann ich die ganze Scheiße auf, du scheiß Tür. Geh die Tür nicht auf. Ihr steht mir wahrscheinlich im Weg. Alles kannst verkaufen. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Jetzt, endlich. Alter. So. Ich hab so viel Kohle, dass ich schon einen abschießen kann damit. Ich hab 1200. Du, verkaufen. Was können wir denn mal vergelfen? Vergelfen? Oh, ich kann gar nichts kaufen, weil ich alles Dark Soul Geld brauche. Ach, du wieder. Was brauchst du für Geld? Er braucht Dark Souls Geld. Dark Souls ist ein ganz anderes Spiel. Ja, hat er gerade gesagt, er braucht Dark Souls Geld.
Falscher Film. Okay, gehen wir raus jetzt hier, oder? Nee, falsches Spiel. Ja, meine ich doch. Auch das auch noch. Warnung, Biogefährdung. Ich bin ganz raus aus dem Nummer jetzt hier. Oh, mal hier die ganzen Dinger verkaufen, Alter. Darks. Oh, Entschuldigung. Darks, oh, schon. Es geht direkt ab hier. Da kommen die anderen Spieler. Also die ballern direkt hier. Denken daran. Übertragung gestört. Ich dachte, wir sind Freunde. Warum sind wir nicht im Visier? Was laberst du denn? Ah, jetzt? Ja, okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Warte doch, ja, wir sind rausgekommen. Du bist draußen und sagst schon. Wir betreten die Dark Side. Was ist denn mit Crazy los? Da ist er, endlich, da ist er. So. Ah, hier ist ein Dingspunkt. Was Punkt? Ein Fehler! The Division-Dienste stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte versuchen Sie später erneut. Da ist ein Gegner. Ich bin rausgeflogen. Gibt's hier auch CPU oder sind das Gegner? Das sind Gegner. Schön, also, das sind Menschen. Leute, das gar nicht mehr. Halt doch mal die Klappe. Sind das Menschen? Eigentlich ja. Einfach mal draufballern. Liebe Freunde, bei dafür reagieren sie aber komisch, ja? Komisch. Der kommt trotzdem wieder mit Basie, obwohl das Gegner. Nee. Hä? Nee. Da gibt's trotzdem CPU. Oh, ich glaube, das Spiel hat einen an der Pfanne. Start nochmal neu. Deck mich, ich lade nach! Bin leider abgeschmiert. Yeah! Die haben voll die fetten Level, ne? Wenn du die schaffst, Alter. Ja, und da kriegst du ja die Waffen dann auch, ne? Kriegst du richtig fette Punkte hier. Oh, scheiße! Alles klar? Ja, hier geht's wieder gut. Au! Irgendeiner. Ist irgendwo ein Sniper, kann das sein? Ubisoft. Ich bin ein Football. Was ist denn da los? Dann auch Sniper. Mann, ich hab mich so gefreut auf die Dark Side. Dark Zone! Ja. Erwischt! Yeah, Rang 3 erreicht. Nee, ich hab Sniper, erwischt. Die Sau. Nee, das war meine Granate. Achso. Okay. Diesmal war es meine Granate. Abholbereich. Achso, wir sind ja direkt schon hier. Stimmt ja, ist ja hier. Und es ist in. Kann man runtergehen? Ja, etwas über eine Minute, dann kommt die Bergung. Dann kommt hier der Heli an. Na gut, aber der bringt uns ja jetzt noch nichts. Wir haben noch gar nichts gelootet, ne? Nee. Ja, ich weiß es ja nicht. Jetzt ist wieder da, 70%, 80%. Jetzt ist. Hä? Ach Mensch. Ist es weg? Ist es weg? Wo ist es hin? Und da eben noch da? Und wegen Bergung. Boah, der lädt. So. 3 Stunden. Ja, irgendwas muss es ja bringen, sonst wäre das ja nicht hier, oder? Ja, aber man müsste sich doch erstmal looten. Wartet, ich bin da, nicht. Leute. Hat uns ja keiner erklärt. Normalerweise, was wie? Wir müssen normalerweise hier looten und den Loot hast du nicht sofort, sondern du kriegst das hier in. Ja, aber ich hab doch den Loot. So, gekriegt. Jetzt habe ich. Du kannst doch bergen. Viereck lang halten und dann kannst du hier. Baff. So. Ich hab's gemacht. Na, steht doch dort. Steht alles da. Wer lesen kann, wie war das, Crazy? Bei mir Hallo. Stand da nichts. Na, dann ist wahrscheinlich, wenn du Loot hast, hast du erst so eine Dings. So, woran so, erkennt guck, man jetzt kommt der Feind jetzt ist. Kommt der Helikopter. Jetzt müssen wir ja warten und dann kommt der Helikopter und nimmt den unsere Sachen. Wir abknallen. Nein! Oh. Hörst du mal zu, du Idiot, ey. Ich war doch gerade nicht da. Klar warst du da, mit deinem, du warst mit deinem Kopf schon da. Nee, das ist trotzdem keine Ausrede. Was ist denn da hinten? Gordini Sanna, was ist das denn für einer? Wollen wir den wegklatschen? Was? Ja, das sind doch Gegner da, seht ihr das nicht? Nein. Okay. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo denn? Bleibt denn der Heli, Alter? Wo siehst denn du Gegner, Rivano? Zeig mir das doch mal. Der ist tot, da stand doch gerade unten links getötet. Die Ampel geht mir ganz schön auf den Sack. Die geht kaputt. Nicht kaputt, die ist unzerstörbar. Keine Ahnung, für was das hier ist. Du hast doch den Dings geholt.
Lass weiterlaufen. Warte mal. Hier. Man muss doch mal was rausfinden. Siehst du, weil du jetzt nochmal geholt hast, ist die Zeit nochmal von vorne angefangen. Da bin ich eigentlich gekommen, 40 Sekunden noch. Dann kommt er. Musst du außerhalb von dem Bereich gehen, dann siehst du das. Ach so.